Ich habe jetzt seit 8 Wochen einen Welpen, unsere Gretel. Da stellen sich viele Themen, Zahnwechsel oder auch kleinere Verletzungen. Die probiert alles aus. Und die Schüsslersalze sind ideal, innerlich und äußerlich auch bei Tieren anzuwenden. Im Grunde hat Dr. Schüssler im 19. Jahrhundert schon das Thema Bioverfügbarkeit vorweggenommen. Schüssler hat sich Gedanken gemacht, wie werden Mineralstoffe im Körper aufgenommen. Und er wusste aus der damals sehr aktuellen Forschung, dass der Körper auf die Versorgung mit Mineralstoffen angewiesen ist und vor allen Dingen auch die Zelle. Wir haben bei den Schüsslersalzen immer eine Verbindung von 2 Mineralstoffen. Wenn ich es genauer fassen würde, von einem basischen Mineralstoff und einem sauren Mineralstoff. Die Mineralstoffe aus den Schüsslersalztabletten oder aus dem Pulver werden aufgenommen über die Mundschleimhaut. Deshalb ist es für uns auch wichtig, dass die frei ist bei der Einnahme. Also bitte nicht im Kaffee nehmen oder im Tee oder im Saft. Wenn jemand diese verdünnten Mineralstoffverbindungen nach Dr. Schüssler nimmt, dann wird spannenderweise plötzlich der Kalziumhaushalt besser. Es werden die Verwertungsbedingungen unterstützt und wir machen die Erfahrung, dass Menschen, die zum Beispiel Mineralstoffpräparate nehmen wie Eisen aufgrund eines Eisenmangels, das Eisen viel besser aufnehmen können, verwerten können, die Blutwerte werden nachhaltig besser. Mit den Schüsslersalzen ist eine unkomplizierte Möglichkeit gegeben, den Körper schon in jungen Jahren zu stärken, damit auch später die Vitalität stimmt.